Und ich frag dich, warum? Rock meets Klassik. Unter diesem Motto stand jetzt ein außergewöhnliches Konzert in Schrobenhausen. Die französisch-deutsche Band Eclipse Solaire gastierte für einen Auftritt im Herzog-Filmtheater. Sieben Musiker, die sich progressiver Rockmusik verschrieben haben, mit Einflüssen von Beethoven über Mozart bis Debussy. Ihre mehrsprachigen Songs reichen weit über Liebe und Herzschmerz hinaus. Wir beschäftigen uns viel so ein bisschen mit sozialen Fragen, ja, so ein bisschen so was Sozialkritisches. Das finde ich, ist irgendwie heutzutage ein bisschen abhanden gegangen. Die Leute singen nur noch von der perfekten Welt und dem perfekten Tag. Ich möchte ein bisschen gern so ein bisschen den Daumen oder den Zeigefinger draufhalten, was so alles in der Welt, was wir so in den Hinterhof gerät, ja, so in den Schatten. Zum Beispiel Kindersoldaten in Bürgerkriegen oder die Verschwendung von Erdressourcen. Auch einen Abstecher in die Irrenanstalt gibt es bei Eclipse Solaire. Die Kombination aus Querflöte und Violine macht thematisch und musikalisch einiges möglich. Ich denke, dass man aus sich rauskommt vor allem. Also in der Klassik ist ja eher so, du stehst drauf auf der Bühne und musst halt abliefern. Und da ist man halt auch viel freier und kann alles aus sich rauslassen, was halt so in einem steckt. Ja, der Ton von der Querflöte hat mich immer berührt. Habe ich immer gehört von meiner Cousine, habe ich immer gesagt, ich werde wie sie spielen. Sie hat wirklich toll gespielt. Aber gleichzeitig hatte ich große Brüder zu Hause, die haben Queen gehört, Beatles und diese ganze Klassiker. Und ja, die große Bruder mit der Gitarre so, jetzt komm, mit deiner Querflöte spielst du mit. Led Zeppelin, mein erstes Stück mit 7. Und so hat es sich entwickelt. Rock im Theater, das hat beim Schrobenhausener Publikum Eindruck hinterlassen. Sont en Afghanistan, Colombie, Pakistan, des esclaves sexuels, des boucliers humains, des esclaves.